Wie denkt der Geschäftsführer einer von Europas führenden Baufirmen über die Zukunft des Bauens und die Rolle von Nachhaltigkeit und Digitalisierung? In diesem Video erklärt Hubert Romberg, der CEO von Romberg, am Beispiel von Cree unter anderem die globale Herausforderung und die immense Verantwortung der Bauwirtschaft als eine der größten Industrien der Welt. Er erklärt, wie man Lösungen für die Probleme in der Baubranche für die Zukunft findet und wie Geschäftsmodelle in dem Bereich Nachhaltigkeit und Digitalisierung entstehen und erfolgreich entwickelt werden können. Mein Name ist Paul Indinger, ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von Building Radar. Vielen Spaß mit dem Video. Möchte euch beglückwünschen zu eurer Entwicklung und ja, dass so Themen wie Intransparenz, Vertrieb, glaube ich, ganz zentral sind im Bau, das habt ihr schon angesprochen. Was für uns ganz zentral ist, und wir sind seit 1886 im Bauwesen tätig, aber jetzt seit 10 Jahren intensiv mit einem Projekt dabei, das ich gegründet habe vor 10 Jahren. Und ich habe gedacht, es eignet sich am besten ein bisschen, um zu zeigen, was konkret mit Digitalisierung in der Baubranche möglich ist, wo möglicherweise die Reise hingehen könnte, wie Plattformökonomie im Bauen letztlich auch jetzt Einzug finden wird. Und da gibt es auch tausende Startups im PropTech, ConTech-Bereich, die alle ein Problem adressieren, das offensichtlich im Bauwesen überall zu finden ist, weil unser ganzer Prozess eigentlich absolut steinzeitig ist und es gar nicht schwierig ist für jemanden, der jetzt vielleicht auch von außen daherkommt, mal hinzuzeigen irgendwo. Also das ist ja ganz übel, das kann man digital oder wie auch immer wesentlich besser machen. Und wir haben uns vor 10 Jahren mit dem Nachhaltigkeitsaspekt getrieben von diesem Thema, mit dem Thema Ressourcen beschäftigt. Wie kann man in Zukunft anders bauen, weniger Ressourcen verbrauchen, mit weniger ökologischem Rucksack, weniger CO2, weniger Energie, und waren keine Holzwürmer, sind aber dann als Projektentwickler, Bauträger, Totalunternehmer ja zum Holz gekommen und gesagt, wir müssen diesen Baustoff anders interpretieren, wir müssen das industriell sehen, technologisch sehen, viel mehr Vorfertigung möglich. Und so ist eben Cree entstanden, und nach 10 Jahren und 15 Millionen ja, Schmerzen, sagen wir mal so, sind wir heute an einem Punkt angekommen, wo wir wirklich am Sprung sind zu etwas völlig Neuem. Darum ist der Zeitpunkt, glaube ich, jetzt ganz gut, und ich versuche einfach zu erklären kurz, warum wir glauben, dass wir die Plattform für das nachhaltige Bauen werden und damit die Digitalisierung natürlich in eine andere Welt bringen wollen. So, jetzt muss ich schauen, wie ich hier weiterkomme. Ich glaube, ohne das zu vertiefen, die meisten Teilnehmer, die sind so fit, dass sie das wissen. Aber es gibt doch ein paar Zahlen, die man sich zu Gemüte führen muss, um zu erkennen, warum wir und alle, die in diesem Call sind, die sich das ansehen und das Wissen hier miteinander teilen, die sind im Prinzip in der Position, dass sie was ändern können. Und das ist ganz wichtig, weil wir werden die nächsten 15 Jahre ganz massiv umsteuern müssen, sonst werden wir das mit dem Klima nicht mehr schaffen. Da kann man die Fakten anschauen, das ist so. Das heißt, die Baubranche mit 40% der globalen Emissionen, 35% des Abfalls, dann auch die Ineffizienzen und die Fehler mit 14%, jedes Gebäude als Prototyp, wissen wir alles, kann man aber nicht so leicht ändern. Dazu kommen noch das ganze Ökosystem, ganz viele involvierte Parteien pro Produkt, immer neue Hersteller, Wertschöpfungsketten, die sich bekriegen, verklagen, wenig Skalierung erfolgt, aber auch keine Wissensteilungsgeschichte erfolgt. Und das ist, glaube ich, jetzt ein zentrales Thema, was mich antreibt, ist alles, was wir neu bauen, neue Unternehmen, ob wir investieren irgendwo, etwas selber neu beginnen, muss verschiedenen Kriterien entsprechen, sonst machen wir es nicht. Und diese Kriterien heißen Vertrauen und Teilen. Das heißt, wenn alles, was wir machen, muss so sein, dass es mit den anderen geteilt wird, sofern die anderen, die dieses Wissen haben, mit uns auch teilen, was sie damit tun. Und dann sind wir einfach wesentlich schneller. Das ist das, was wir mit Cree auch machen, und ich werde dann am Schluss noch ein paar Beispiele zeigen, wie das auch schon in der Realität sich darstellt und keine Theorie ist. Aber man muss auch wissen,
Die Produktentwicklungszyklen im Bau sind 3, 4 Jahre, weil man muss einmal irgendwie eine tolle Idee haben, was Neues entwickeln, dann muss ich das genehmigt bekommen, dann muss ich es planen, dann muss ich es bauen und dann kann ich erst daraus lernen. Also das ist nicht so, dass ich hier wie in der Software einfach mal ein bisschen Scrum mache und alle 2 Wochen ein neues Gebäude habe. Und das muss man berücksichtigen und vor dem Hintergrund hilft uns jetzt diese 10 Jahre Erfahrung mit ganz vielen gebauten Projekten, immer nach derselben Logik, immer besser gemacht, immer effizienter. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie groß die gesamte Industrie ist, mit 85 Trillionen Dollar auf der Welt und gleichzeitig wie klein die Spieler sind, ja, wir haben 3 Millionen Bauunternehmen in Europa. Das durchschnittliche Bauunternehmen hat 20 Mitarbeiter. Ich meine, das muss man sich einmal vorstellen. Da können zwar ein paar ganz große, ich habe auch immer gesagt, vor Jahren schon, ich möchte mal mit der Plattform mit Qwi das größte Bauunternehmen der Welt werden. Im Prinzip, mittlerweile sage ich nicht mal das größte Bauunternehmen, sondern das größte Baukollektiv. Und dann haben Leute gesagt, ja, aber das geht ja nicht, oder? Weil da gibt es ja riesige Konzerne auf der Welt. Und dann habe ich nur gefragt, ob sie wissen, wie groß der Marktanteil der Nummer 1 ist. Und der Marktanteil der Nummer 1 ist 0,0x%. Und in diesem Markt bewegen wir uns. Und dann habe ich die Frage gestellt, könnte es sein, dass wenn man einer bestimmten Logik folgt, die skalierbar ist, die viele anwenden, auf der weitere Produkte entwickelt werden, ob man dann größer als diese 0,0x wird? Und wir glauben, das ist möglich und dass jetzt eine massive Disruption erfolgt, nicht nur durch Covid bedingt, sondern das ist eigentlich die dritte Kraft, die jetzt massiv alles verändert. Die erste Kraft ist die Digitalisierung, die einfach massiv jetzt hineingespielt hat die letzten paar Jahre, weil wir mit digitalen Zwillingen, insbesondere was die Vorfertigung betrifft, insbesondere was unseren Baustoff Holz betrifft, der Kernelement auch darstellt, in der Lage sind, wirklich zu 100% den digitalen Zwilling vorzubestimmen. Mit jeder Schraube, mit jedem Fenster, mit jedem Bauteil ist völlig klar, was drinnen ist, welchen ökologischen Rucksack es hat, was das Bauteil kostet, wo es herkommt, wann es da sein muss, mit einem Zeitstempel und Geodaten. Und das muss ich mal vorstellen, ist nichts anderes wie Daten, die mit jedem Bauteil verbunden sind. Und das ermöglicht jetzt die Digitalisierung, gibt einen Riesenschub in das ganze Richtung Prefab und auch Betrieb von Gebäuden. Zweiter Megatrend, ganz massiv, die Ökologie. Dort insbesondere nicht nur alles, was zum Thema Nachhaltigkeit immer in diesen ganzen Labels auch drinsteckt, die sind zum Teil meines Erachtens auch nicht mehr die richtigen, sondern die nächsten 15 Jahre ist es ganz klar das Thema Ressourcenverbrauch, Klimaschutz, Energie. Das sind die drei Dinge und auch dazu haben wir jetzt ein Label entdeckt, das wir benutzen wollen, das hocheffizient ist, wo wir gerade daran arbeiten, dass wir direkt aus dem BIM-Modell aus diesen Daten, die schon da sind, quasi automatisch diesen Wert berechnet, dass man wie beim Auto oder beim Kühlschrank sofort die Anzeige hat von A bis G. Und das soll es auch ganz klar vereinfachen. Das heißt, wir müssen die ganze Supply Chain dekarbonisieren. Wie schafft man das, wenn wir nicht einmal wissen, was drin ist und keinen Einfluss auf die Prozesse haben? Darum, und das kann ich schon vorne wegnehmen, werden wir komplett anderen Abwicklungs- und Bauprozess sehen. Das Thema Ausschreibungen wird immer weniger werden. Es wird es am Anfang noch brauchen, insbesondere bei den Tiefbauthemen oder lokal relevanten. Aber ansonsten werden wir uns davon verabschieden, weil wir von Anfang an definieren, was im Gebäude drin ist und woher es kommen wird. Und das ist meines Erachtens die massivste Disruption für alle am Bau Beteiligten. Ob Sie Siemens sind, Produkte haben für die Haustechnik, die sie versuchen, über ihre Wertschöpfungskette zu verkaufen, ob sie ein Heizungslieferant sind, der bislang über die Ausschreibung der Heizungsanlage seine Produkte verkauft hat, das wird alles so nicht mehr stattfinden. Und jeder, der da draußen ein Produkt hat, das mit Bauen zu tun hat, sollte sich langsam auf den Weg machen, um sicherzustellen, dass er auch im digitalen Zwilling vorkommt oder zumindest gefunden wird bei der Auswahl, die dort stattfindet. Und nachdem es ein komplett anderes Denken ist, ist es natürlich wahnsinnig schwierig, die ganze Branche mitzunehmen. Wird nicht passieren. Die ganz großen Firmen haben natürlich viel mehr Möglichkeiten zu investieren, auch in digitale Themen. Aber die haben gleichzeitig auch das ganze viel größere Problem, dass ihre ganze Organisation, die ja das bestehende Geschäft macht,
quasi auch transformieren müssen und mitnehmen müssen. Und das ist ganz, ganz schwierig. Wir sind ein relativ kleines Unternehmen. Wir haben zwar viele, ganz viele kleine Einheiten, 80 Tochterfirmen, machen ungefähr, ja, 800 Millionen Umsatz mit 2700 Mitarbeitern, aber jedes für sich ist sehr klein, sehr schnell und sehr innovationsgetrieben und langfristig. Und darum tun wir uns ja leichter, unser eigenes Geschäft ein bisschen anzugreifen. Das machen wir nämlich damit. Was wir auch gemacht haben, ist, wir haben nicht die Kunden gefragt, weil die Kunden, die können sich ja gar nicht vorstellen, was es bedeutet in der Planung. Die sehen nur einen Prozess, ist irgendwas vielleicht gelinde gesagt optimierbar. Aber de facto bringt es nicht viel. So wie Henry Ford auch sagte, wenn ich die Kunden gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde und nicht ein Fahrzeug. Und an so einem Punkt bewegen wir uns, befinden wir uns. Problem ist aber auch, dass mit Immobilien noch so viel Geld zu verdienen ist und dass die Kunden quasi Projektentwickler, Investoren, was immer, immer noch so viel Geld verdienen. Die haben die größte Marge. Im Prinzip greift der Projektentwickler die größte Marge ab im Bauprozess. Deswegen gehen wir mit unserem Prozess auch dahin, dass wir versuchen, diesen Teil zumindest teilweise zu ersetzen und zu automatisieren. Das hören die Projektentwickler nicht ganz gerne, wenn ich sage, ich kann den Projektentwicklungsprozess auch bis zu einem bestimmten Grad automatisieren, wenn ich die richtigen Daten habe. Und aber weil eben eine bestimmte Bequemlichkeit eben da war in der Branche, war der Veränderungsdruck eben auch nicht da. Und wenn wir jetzt nochmal hineingehen und sagen, wie adressieren wir die Probleme, indem wir einfach sagen, okay, das eine ist das Thema Ökologie, wir wollen einen ökologischen Fußabdruck, der schon die graue Energie so reduziert, dass wenn man massiv baut, braucht man 90 Jahre, bis man die Energie wieder herinnen hat, die ich schon verbraucht habe beim Bau. Und das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. War bis jetzt kein Thema, kommt jetzt aber sogar in das Carbon Trade hinein, die Gebäude. Also da wird man sich was überlegen müssen. Das Thema Gesundheit, Hygiene, Wohlbefinden. Wir haben erste Statistiken, es sind noch nicht so viele, die Produktivitätsdifferenzen gemessen haben. Das heißt, bis zu 5% mehr Produktivität in einem Holzgebäude, zwei Krankheitstage weniger im Jahr, muss man sich vorstellen, was das heißt. Nachdem die Gebäudekosten relativ wenig im Verhältnis zum Gesamtkosten ausmachen würde, 1% Produktivität theoretisch 13% höhere Gebäudekosten rechtfertigen. Das muss man sich einfach nur mal mit der Sensitivität überlegen. Geschweige denn, was die Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern ist oder vielleicht auch das Employer Branding. Wie werde ich als Unternehmen mit Purpose wahrgenommen? Also das ist das eine Thema. Das andere Thema ist die ganze Effizienz, weil ohne Effizienz bringt das alles nichts. Durch die Modularisierung schafft man es natürlich extrem schnell zu bauen, vorzufertigen in Hallen, die witterungsunabhängig sind, auf Basis von digitalen Zwillingen. Und dann haben wir hier das Thema fragmentiert und nicht transparent. Und das ist der Schlüssel. Wir haben mittlerweile 17 Partner, die von uns eine Lizenz und das ganze Know-how übernommen haben, die in ihrer Region Projekte realisieren mit unserer Technologie, die wir unterstützen und die extrem schnell damit wachsen können. Wenn ich jetzt eine Veränderung haben will im ökologischen Bauen und ich baue pro Jahr drei oder vier Gebäude, mache ich keinen großen Unterschied. Wenn es uns aber jetzt gelingt, 100 zu finden und wir sind auf dem besten Weg dorthin, die das jeweils in ihrer Region tun, mit ihren Möglichkeiten, der Erfahrung von allen, die wir teilen, dann wird es extrem schnell skalieren. Und das wird dann auch interessant eben, dass wir hinterlegt hinter unseren Systemen eben auch kuratiert Produkte haben. Produkte, die wir empfehlen, die funktionieren, die Nachweise haben und diese Produkte werden bei uns auf die Plattform gestellt. Zusätzlich zu Produkten gibt es eben auch die Möglichkeit, dass wir Apps haben. Es gibt Simulationstools, Generative Design, Haustechnik-Simulationen. Die können wir de facto auch auf unserer Plattform so als App drauflegen, dass eben unsere Partner und Kunden direkt mit denen auch arbeiten können, ohne dass wir das selbst bauen. Wir können gar nicht so viel Content machen. Der Content wird quasi von unseren Partnern gemacht. Und damit man ein bisschen auch sieht, neben dem Produkt, dass wir jetzt Büros, Hotels und so weiter bauen, haben wir einzelne Produkte, wo wir sagen, wenn das gut ist, nehmen wir es auch auf die Plattform. Das ist jetzt etwas, was Raumwerk selbst entwickelt hat, ein Wohnbaukonzept, das einfach auch mit hoher Wertschöpfungstiefe, die jeder aber selbst für sich dann auch machen kann, extrem flexibel ist mit kleiner Rasterung, wo man quasi mit Generative Design auf einem bestehenden Grundstück automatisiert sich Gebäude entwickeln kann,
wo aber auch Wohnungszuschnitte, Flexibilitäten und Preise fixiert sind. Das heißt, viel schneller kann man dann ein Projekt, ein Grundstück auf einem einfacheren Zuschnitt nicht entwickeln und gleichzeitig auch bestellen. Und das ist sicher auch etwas Neues, weil am Schluss will halt der Kunde doch noch wissen, nicht nur was bekomme ich, sondern was kostet es. Ich will es nicht zu vertiefen hier. Interessant ist, dass wir gesagt haben, wir haben 2D-Elemente, weil es in der Vorfertigung im Transport wesentlich besser ist, Decke, Wände, und nur die 3D, nur Küche und Bad sind 3D-Module. Interessant ist vielleicht, was man hier sieht, ist, dass man aus einer 70 Quadratmeter Wohnung ohne großen Aufwand jederzeit umbauen kann und die Variabilität anpassen kann mit vorgefertigten und vorgesehenen Maßnahmen. Kann ich mir sogar die Module bestellen und es selbst machen dann. Ja, da ist eben der Vorteil, dass wir auch diese hohe Vorfertigung haben, die optimierten Materialeinsätze und auch wissen genau, was ist drinnen und auch errechnen können, wie schaut der ökologische Rucksack aus. Und das wächst dann auch. Ja, was ist also bei uns, vielleicht kurz zusammengefasst, das zentrale Thema? Wir gehen weg von Prototypen Richtung Standardisierung, aber nicht was die Architektur betrifft. Das ist schon ein ganz wichtiges Thema. Ich sage immer, schöne Architektur ist das Nachhaltigste, was man tun kann, weil diese Gebäude stehen dann ewig. Dann haben wir keine Sonderlösungen. Wir verwenden die nachwachsenden Rohstoffe und folgen natürlich einer leicht zu bedienenden Systematik, die aber auch wieder wächst und dazulernt. Und das ist vielleicht noch ganz wichtig. Wir haben in Berlin bei unserem Projekt für Vattenfall, da bauen wir 35.000 Quadratmeter, das neue Headquarter, ganz eine schwierige Situation gehabt. Eine Bahnstrecke daneben, sehr hohe Schalldämmwerte notwendig für unsere Holzständerfassaden. Haben wir gesagt, okay, wir haben 14 verschiedene Typen, haben wir uns ausgedacht, also wollte auch der Bauherr. Davon haben wir 12 getestet in einer Kammer, die wirklich jetzt durchgetestet sind, dass sie diese Dämmwerte erfüllen. Und am Schluss hat der Kunde eines ausgewählt und das wird jetzt eingebaut. Aber alle unsere Partner von Cree in unserem Netzwerk haben alle 12 getesteten Fassaden in der Bibliothek, können sie jederzeit einsetzen, wenn sie eine ähnliche Systematik haben und brauchen das nicht neu zu machen. Nur damit man ein bisschen ein Gefühl kriegt, wie schnell dieses Know-how jetzt hier skaliert und das kann auch keiner mehr aufholen. Weil wie gesagt, die Produktlebenszyklen zu lange sind. Wenn heute Google sagt, ich nehme 500 Millionen Euro in die Hand und stelle 1000 Spezialisten ein, dann werden die ein paar Jahre brauchen, bis sie überhaupt einmal ein, zwei Gebäude gebaut haben und das gelernt haben, was bei uns permanent gelernt wird. Und ich glaube, das ist ganz, ganz ein wichtiges Verständnis im Sinne der Digitalisierung auch, was hier plattformmäßig passiert über den Netzwerkeffekt. Das ist natürlich jeder, der neu dazukommt, stellt einen Mehrwert für alle anderen dar. Und alle wissen dann mehr. Es gibt auch die Verpflichtung, dieses Wissen zu teilen. Und das passiert auch, weil wir die digitalen Zwillinge bei uns haben, was wieder ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Nämlich in einem weiteren Schritt, neben unserem Marktplatzthema, werden wir ein Betriebssystem für diese Gebäude auch zur Verfügung stellen. Könnte auch sein, dass es so etwas wie Tesla wird, weil die können Gebäude steuern. Warum sollen sie Autos steuern? Warum sollen sie nicht Gebäude steuern, die dann vielleicht mit den Autos sprechen? Also wir schauen uns momentan an am Markt, was könnte ein Plugin sein, das für eben dieses Produkt von uns wichtig ist oder richtig und vor allem upgradebar. Vielleicht ganz wichtig auch, das, was ich hier beschrieben habe und diese Konsequenz des Prozesses geht nur, wenn man sehr schmal ist mit dem Produkt. Wir ignorieren ganz viel. Wir haben nicht diese Vielfalt, dass wir alles bauen. Wir sagen, wir wollen das ökologische Produkt, das super effizient vorfertigbar ist und im digitalen Zwilling quasi simuliert wird. Und das ist die Randbedingung. Und darum ist der Markt für uns schmal. Wenn aber der Gesamtmarkt 85 Milliarden, Trillionen ist, wir unseren relevanten Markt von grünen Gebäuden jetzt in den nächsten 10 Jahren als 100 Milliarden sehen und davon wollen wir 2,5% haben, dann sind wir ganz gut am Weg. Über den digitalen Zwilling kann man natürlich diese ganzen Prozesse automatisieren, weil das Ziel ist, weniger Mitarbeiter, die weniger qualifiziert sind, werden in Zukunft in unserer Branche sein und denen müssen wir andere Tools geben und viel mehr automatisiert umsetzen. Ja, wie schon gesagt, wir sammeln natürlich das Wissen und teilen es. Das heißt, jedes neue Projekt, das hinzugefügt wird und dazu gehört auch nur ein Wettbewerbsbeitrag von Architekten, die bei einem Wettbewerb mitmachen. Und das Ding aber planen, haben wir ein geplantes Objekt bei uns in der Bibliothek. Wir haben für Zug ein Wohnhaus, ein 80 Meter hohes Wohnhaus geplant. Der Wettbewerbsbeitrag ist nur Zweiter geworden, aber de facto haben wir diese Lösung bei uns und könnte an einem anderen Standort realisiert werden.
Und das ist das, glaube ich, der Game Changer in der Sache. Ja, daraus entstehen dann völlig neue Geschäftsmodelle. Wir sehen so, dass wir mittelfristig 60% aller Produkte, Objekte im Gebäude quasi über die Plattform im digitalen Zwilling festlegen werden schon in einem ersten Schritt. Und durch diese Festlegung spart sich diese Firma quasi den ganzen Vertrieb und wir werden dafür 5% bekommen. Jetzt muss man sich vorstellen, wenn ich 60% der Gebäudekosten habe, davon 5% bekomme, sind das 3% der Gebäudesumme. Der andere Teil des Geschäftsmodells ist, dass wir pro Quadratmeter 20 Euro bekommen für die Know-how-Bereitstellung und einmalige 500.000 dafür, dass wir das ganze Know-how und die Schulung in ein Unternehmen bringen, das irgendwo auf der Welt ist. Und auf der Basis hebeln wir natürlich extrem viel Quadratmeter mit extrem viel Volumen und bieten eigentlich Construction as a Service und das Gebäude als Produkt an. Und was jetzt interessant ist, was dazu kommt, ist, dass wir nicht nur Technologie bringen, und das bringt mir ein bisschen zu Building Radar, zu anderen Orten und anderen Firmen, die jetzt alle sagen, wir müssen jetzt grün bauen, wir wollen in Holz bauen, wir haben das Know-how nicht, wir haben nicht genug Architekten, Haustechnik, Brandschutzplaner, Tragwerksplaner. Also holen Sie sich das Know-how von uns und können schlagartig starten, aber Sie wissen vielleicht noch gar nicht, wo diese Projekte sind. Und was wir schon auch sehen, viele, die grün bauen wollen, kommen direkt zu uns als Marke hier ins Headquarter und wir bringen den Lead dann zu diesen Firmen. Wir sagen Firma X im Land Y, wir haben hier einen Kunden für dich. Das heißt, über uns kommen auch Projekte und jetzt wird es nochmal doppelt spannend, weil mit den ganzen Green Funds, die bei uns aufschlagen, die Nachfrage so stark steigt, dass wir zum Teil auch Geld mitbringen. Das heißt, wir bringen Technologie, ein Projekt vielleicht, das wir gefunden haben, über Building Radar zum Beispiel, oder auch direkt, das zu uns kommt, und das Geld zur Finanzierung und eigentlich ist nur die ganze Umsetzung ausgelagert. Und das ist schon eine echte Game Changer, die man hier sehen kann. Und ich möchte zum Ende kommen, aber kurz ein paar Impressionen zeigen. Das ist der LCT One, der quasi vor 9 Jahren bereits gebaut und eröffnet wurde. Haben wir in 8 Tagen dicht montiert. War damals sicher bahnbrechend und für uns die Motivation weiterzumachen. Das Handwerkerhaus in Bremen wurde in 6 Wochen schlüsselfertig montiert. Wirklich ein wunderbares Gebäude, lohnt sich anzuschauen. Dann das Südkreuz in Berlin für Vattenfall mit den 35.000 Quadratmetern, dann die Siemens Campus in Erlangen mit 80.000 Quadratmeter, also der komplette Campus, der dort neu gemacht wird. Und eines der Argumente für Siemens war natürlich hier ganz klar diese Menge an CO2, die hier eingespart werden. Und geschweige denn, was es für eine Wirkung auf die Mitarbeiter hat. Und ja, also nochmal kurz, wir haben ein bisschen abgetestet auch, was Building Radar so in diesem Kontext tun könnte, wie wir uns gegenseitig befruchten. Und ich glaube, da ist irrsinniges Potenzial. Wir haben jedenfalls gesehen, dass die Software das Potenzial hat, Dinge zu erkennen. Oder da müssen wir jetzt noch ein bisschen nachschärfen, damit wir die Suchfelder besser eingrenzen. Aber ich glaube, dass das auch ein geniales Plugin auch auf unserer Plattform sein kann und umgekehrt. Und darum finde ich das eine tolle Geschichte. Ja, das ist die letzte Impression. Das ist ein Erweiterungsbau, der uns bevorsteht, bei uns selbst im Haus. Und ja, mit den Worten möchte ich mich kurz und bündig hier abmelden. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Romberg. Wir haben auch eine Frage reingekriegt, die wir Ihnen ganz gerne noch stellen würden. Vielleicht kommen auch noch Fragen rein an alle Teilnehmer. Sie können gerne über das Chatfenster noch weitere Fragen stellen. Und Susi, ich glaube, du hast die Frage. Vielleicht ganz spannend, wenn wir die auch noch direkt stellen. Genau. Wir wurden gefragt, kann man mit Holz genauso aufwendig und vor allem hohe Gebäude bauen wie mit anderen Baustoffen? Oder gibt es Einbußen bei gewissen Gebäudetypen wie Skyscrapern oder Megabauten wie die Elbphilharmonie? Es gibt natürlich, also alles, was iconic ist, was ich weiß nicht, ganz viele verschiedene doppelt gekrümmte Flächen haben, ist es nicht etwas, was ich mit unserem Ansatz machen würde, aber sehr wohl mit Holz. Also Holz hat wahnsinnig viele Möglichkeiten, auch im Hallenbau, auch in geschwungenen Konstruktionen. Aber das bleiben dann immer prototypische Gebäude, wo auch sehr viel Know-how kommt, wo eher sehr viel Potenzial da ist und sehr viele Firmen draußen sind, mit denen wir auch Kontakt haben, zusammenarbeiten, die das tun. Mit unserer Systemlogik sind wir natürlich in einem bestimmten Raster optimal unterwegs.
Es muss aber nicht immer alles so sein, oder? Wir haben einige Projekte, wo nur 70% quasi in der vollen Systemlogik sind und der Rest einfach sehr gut ergänzt wurde. Wir können jedenfalls 100 Meter bauen mit der Logik, ohne dass wir groß viel ändern müssen. Es geht auch viel höher, es gibt ein 83-Projekt, aber die haben dann sehr hohe Querschnitte, ganz andere Konstruktionen, so eine Art Exoskelette auch, was auch sehr spannend ist und uns sehr viel weiterbringt. Wir konzentrieren uns auf eine extreme Wiederholbarkeit in der Effizienz, in der Logik, weil jede Bauteilverbindung, jedes bauphysikalische Element, und es gibt da draußen ganz viele jetzt auch Startups und renommierte Firmen, die sagen, ja, wir machen jetzt hier auch so ein Lego-System und es geht ganz schnell. Das Problem ist aber ein bisschen die Bauphysik und das Wasser und so, sondern da steckt ja ganz viel Erfahrung und Know-how drinnen, dass man sehr wohl wissen muss, welches Teil geht mit wem, welche Anschlüsse habe, welche Logistikkonzepte funktionieren. Aber de facto würde ich sagen, ich würde mich jetzt problemlos trauen, bis 100 Meter mit derselben Systemlogik zu bauen. Wenn jemand noch höher will, dann wäre ich gerne auch bereit, das zu tun, weil dann hätten wir wieder etwas Neues hinzugefügt. Übrigens, Holz, wir haben ja 100 Frequently Asked Questions, weil es gibt ja seit 10 Jahren, werden mal permanent die kleinen Fragen gestellt, die richtig sind. Und so habe ich irgendwann gesagt, die schreiben jetzt alle mal auf, weil dann kann man das durchlesen und jede Frage, die dann noch offen ist, mir stellen. Und in Berlin hat der Investor gefragt, eine Frage hat er noch, wie lange hält das Holz? Weil es war dann die Frage, ja, es gibt ja Massivgebäude und Beton und so weiter, aber wie haltbar ist das Holz? Dann haben wir uns wirklich die Arbeit gemacht und haben das untersuchen lassen und haben da Recherche gemacht und sind draufgekommen, dass bei den gegebenen Feuchtigkeitsverhältnissen, die im Raum sind, weil es ist ja nur innen, sind wir auf 1200 Jahre gekommen. Und das war dann doch ausreichend. Das Haus meiner Eltern, 330 Jahre alt, da hat man noch nie was gemacht. Herr Romberg, wir haben noch weitere Fragen. Sie haben ja gerade das Thema Feuchtigkeit angesprochen. Wir haben quasi das Pendant der anderen Seite dazu und sind auch gefragt worden, wie es beim Thema Holz mit Brandschutz aussieht. Ja, Brandschutz funktioniert ganz einfach, weil Holz brennt natürlich, aber Holz brennt sicher. Das heißt so viel wie, man kann genau sagen, pro Minute verliert man ca. 0,6 mm. Das heißt, man weiß genau, was in 60 Minuten oder in 90 Minuten an Substanz weniger ist an der Stütze zum Beispiel. Das heißt, was macht man? Man nimmt die 90 Minuten, wenn man 90 braucht, manchmal braucht man nur 60, multipliziert die mal 0,6 und um das durch das Holz dicker machen. Weil das kohlt dann zwar langsam runter, aber wenn es keine Brandlast dazu hat, brennt es nicht weiter. Also es gehen sowieso die ganz großen von selbst aus. Und selbst wenn es im Vollbrand wäre, und das hat man in unseren Versuchen gezeigt, würden wir quasi nur diese zum Beispiel 2,5 Zentimeter verlieren. Und das ist die Schicht, um die das Holz einfach dicker ist. Der Vorteil ist, das leitet die Wärme nicht. Das heißt, der innere Teil steht völlig unbeeindruckt. Das heißt, Feuerwehrleute sagen auch lieber, sie gehen lieber in eine Halle rein, die aus Holz ist, wenn sie brennt, wie aus Stahl oder sonst was, weil da wissen sie nicht, wann es versagt, oder? Stahl schmilzt zwar nicht so schnell, aber bei 970, 80 Grad geht halt dann irgendwann einmal die Festigkeit dahin. Und von dem her ist das gelöst, der Brandschutz. Ein Thema war für uns einfach die uralten Regelungen, die in allen Bundesländern, Städten, jedes einzeln anders vorhanden waren. Die stammten noch aus Zeiten, als noch mit offenem Feuer gekocht wurde in Städten und wo ganze Viertel abgebrannt sind. Also ich glaube, der Brandschutz ist mittlerweile durch. Und die Erfahrung steigt auch immer mehr. Wir machen ja auch Webinare für Architekten, für Tragwerksplaner, für Brandschutzplaner, einfach um das Know-how zu spreaden. Ja, was uns hilft und was der Planet jetzt braucht, ist, dass möglichst viele gleichzeitig die richtigen Dinge tun. Grüne Technologie neu zu machen, bringt nichts, wenn wir sie nicht teilen. Ja, wenn jetzt eine Firma sagt, ich mache da was, aber das ist dann meine IT und in 10 Jahren wissen es dann die anderen, dann werden wir das nicht schaffen. Und darum bin ich der Meinung, dass ich auch im Brandschutz der Bann ist gebrochen. Spannend, ganz andere Frage. Wie weit kann Holzbau auch im 3D-Druck entstehen? Gibt es da schon Ansätze? Ja, es gibt Ansätze, dass man quasi das Lignin in einer anderen Form, in einer anderen Zusammensetzung quasi eine Art verflüssigt und dann damit 3D druckt. Das ist für vielleicht Möbel und spezielle Anwendungen innen oder so ganz geeignet, aber wenn man an die Massen denkt, die wir bauen müssen weltweit, dann wird es eher kein Thema sein. Alles klar. Eine Frage haben wir noch, Herr Romberg, bevor wir Sie dann aufgrund der Zeitlinie passend zum Thema Holz leider absägen müssen. Und zwar Holz und Schallschutz. Wie geht das zusammen?
Ja, also der Schallschutz, wir haben zum Beispiel mit unserer Holzhybriddecke, die quasi 10 Zentimeter, also 8 Zentimeter Beton hat und sonst Holzbalken, haben wir den Schallwert erreicht sogar. Also es ist vor allem auch mit Massivholz leicht beherrschbar. Also wir kennen natürlich andere aus der Vergangenheit, irgendwelche Holzgebäude, alte, wo man hört, wenn oben jemand rumrennt, also das ist Geschichte. Wir reden hier wirklich von Technologie, die funktioniert und Bauteilaufbauten, die getestet und geprüft werden auch. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Rumberg, für Ihre halbe Stunde, dass Sie uns der Rede und Antwort gestanden sind. Jeder, der jetzt zugehört hat, kann auch über Buildingradar noch mit dem Weg suchen, falls er weitere Fragen hat und auch immer über das Chatfenster natürlich den ganzen Tag. Wir würden jetzt langsam überleiten und uns verabschieden. Vielen Dank schon mal so weit und Susi. So, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das Video hat Sie interessiert. Wie denken Sie über Nachhaltigkeit in der Bauindustrie nach? Lassen Sie uns einen Kommentar da und lassen Sie uns darüber diskutieren. Falls Sie nie wieder Videos dieser Art verpassen wollen, drücken Sie auf Abonnieren, liken Sie das Video und Sie werden in Zukunft weiteren Content dieser Art zugespielt bekommen. Mein Name ist Paul Indinger von Building Radar. Wir sind eine digitale Lösung für Vertrieb in der Bauindustrie. Wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung und buchen Sie einen Demo-Termin mit uns. Vielen Dank.